Das Golfspiel ist tatsächlich für mich ein Lebenselixier. Also ich spiele so lange Golf, bis ich ins Gras beiße. Es ist ja schön, dass er noch so fit ist. Also ich werde jetzt den Kampf gegen den 104-Jährigen aufnehmen und versuche, ihn zu schlagen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass beide gut sind, also alt und jung. Das Ganze ist eine Frage des Trainings, des tagtäglichen Trainierens. Und los. Bitte? Ja. Zieht er sie wieder auf? Besser. Und bitte jetzt. Wo auch bitte. Wollen wir mal sehen, wie es klappt bei dir. Ja. Ich höre es viel zu schön schon. Toll. Ja. Ja. Spielt meine. Super, also. Es ist ja schön, dass er noch so fit ist. Also, das schafft ja nicht jeder. Also ich finde mich als Golferin gar nicht mehr so schlecht mit 10 Jahren, dass ich schon bis zu 100 schlagen kann. Und ich möchte einfach so über den Zaun spielen, also dass ich so ganz weit schaffe, wenn ich mal mit Golfen. Also, ich glaube, wir haben beide gute Chancen. Also, ja. Also ich werde jetzt den Kampf gegen den 104-jährigen Mann aufnehmen und versuche, ihn zu schlagen. Wunderbar, wunderbar, der Stil. Prima. Okay, und jetzt Sie? Prima. Kannst du jubeln, wenn es gut geworden ist. Noch was? Reicht uns, ne? Ja. Das ist ganz schön. Ja.
Noch ein. Und los. Gegen sie zu gewinnen. Sie hat einen ganz tollen Stil. Wenn sie trainiert, sie muss weiter trainieren. Verteilen. Mindestens 3:1 für sie. Warum? Ja, weil sie hervorragend spielt. Hervorragenden Stil hat. Wenn sie den beibehält, nicht, dann kann sie gut herauskommen. Gut. Ja, beim Putten ist er, glaube ich, ganz gut. Aber ich auch. Und vielleicht wird es ja noch ein Unentschieden heute. Ja, ich muss richtig aufdrehen mit gestreckten Händen und oben, wenn man oben ist, dann muss man hier noch abknicken können. Und dann muss man als erstes die Hüfte reinbringen, hier unten die Hüfte reinbringen, damit man aus dem Körper heraus zieht. Sonst, wenn ich starre, dann geht der nur bis da weg. Wenn ich mit dem Hüfter, wenn ich den ganzen Körper ziehe, dann kriege ich die Länge. Festhalten den Schläger. Und dann nur mit der Schulter arbeiten, nicht? Das heißt, ein Drittel aufschwingen und 2/3 durch. Ohne den Körper weit zu bewegen. Der Körper muss stillstehen dabei, nicht? Wenn ich also hier so bette, jetzt muss ich so untergehen, nicht? Da habe ich auch eine Chance. Betten kann ich auch immer ganz gut. Das ist ja nicht so mit der Kraft verbunden, nicht? Naja, also ich finde, er spielt ziemlich gut. Und du? Also, ja, noch ein bisschen besser. Ja, also das ist wirklich beachtlich eigentlich. Ich glaube, ich selber werde wahrscheinlich, wenn ich 104 werde, wahrscheinlich nie mehr so fit sein und das schaffen. Aber, also es ist schon eine irre Leistung. Er spielt doch eigentlich noch ganz gut. Seine Stärken sind so, er hat schon mehr Spielerfahrung, weiß auch so, wie er seinen Schwung so einstellen muss. Und ich, ja, bin etwas jünger und habe ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Wahrscheinlich ist er jetzt nicht so, ja, ist ein bisschen eingeschränkter als ich. Achtung, ich laufe und... Sehr schön. Du guckst den Ball dann auch hinterher, das war ein schönes Bild. Und bitte. Und putten. Also Emilia, alles viel Glück beim Putten. Genau. Ja. Los geht's. Und bitte, Herr Koch und Emilia. Nicht zu mir schauen und bitte. Kannst du losgehen? Ja, bitte.